Servus, ein herzliches Grüß Gott. Ich bin der Bernhard Zitter, erstes Bier- und Wohlfühlhotel Bad Riedelsbach in der Gemeinde Neurechnau, im wunderschönen Landkreis Freyung-Grafenau im herrlichen Bayerischen Wald. Also die Biervielfalt ist, glaube ich, bei uns gewaltig. In unserem ostbayerischen Raum ist fantastisch, wie viele Brauereien wir haben, eine fantastische Beziehung so mit Bierbarock und Bier und Kultur und jahrhundertealte Geschichten, wo es woanders ja nicht mehr gibt, sodass wir wirklich die Bierregion sind. Bier ist Lebensqualität und Bier ist Kultur. Und Bier zusammensitzen ist das auch noch. Und es gibt sicherlich Leute, die vielleicht irgendwo an der Lade ringt, aber in der Regel ist Bier Gesellschaft, ist Kommunikation und nicht heute, nein, nur Facebook und irgend so in Twitter und den ganzen Schmarrn, sondern ist zusammensitzen, ist kommunizieren miteinander. Ich war der erste Diplom-Biersommelier-Wirt Deutschlands und das hat sowohl mein Leben, meine Familie, meine Mitarbeiter und Teil der ganzen Region verändert. Der Borisch wurde für mich schon da Herz und schon daheim und ist einfach die Region überhaupt, weil wir das Glück haben, dass wir in unserer Region ja noch hungrig sind. Bei uns gibt es wirklich noch eine tolle Landschaft, unberührt, schöne Straßen, schöne Landschaft, gute Leute, hervorragend. Für mich ist der Bayerische Wald ehrlich und gerade.